Über 6 Jahrzehnte stand er auf der Bühne. Er galt als goldene Stimme aus Prag. Nun ist der Schlagerstar Karel Gott im Alter von 80 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. In seiner tschechischen Heimat hatte der Sänger Kultstatus. Er war eine Legende. Aber auch hier in Deutschland besaß Karel Gott einen großen Kreis treuer Fans. Mit der Biene-Maja-Melodie eroberte er zudem die Herzen von Millionen Kindern. Florian Kortschik blickt auf das Leben des beliebten Sängers. Mit einem Lied über eine kleine Biene singt er sich in die Herzen der Deutschen. Die besondere Stimme mit dem charmanten Akzent verzaubert nicht nur Kinder. Ein Erfolg, mit dem er selbst nicht gerechnet hätte. Einmal hören und schon ging ich zum Mikrofon. Und nach 20 Minuten war die Aufnahme fertig. Wer hätte das damals gedacht, 1977, dass es so ein Hit wird? 1939 wird er als Karel Gotthard im westböhmischen Pilsen geboren, zieht später mit den Eltern nach Prag. Dort tingelt er durch Tanzcafés, wird entdeckt und zum Jugendidol. Trotz des eisernen Vorhangs wird er bald auch im Westen berühmt, gefeiert als Frank Sinatra des Ostens. Sogar bis nach Las Vegas schafft er es, wird dort als der erste singende Kommunist vermarktet. In Deutschland prägt er schon bald Fernsehabende mit seinen sehnsuchtsvollen Liedern. Er wird zum Frauenschwarm ganzer Generationen. Die Träume allen fliehen. Obwohl ich wirklich sehr oft verliebt war, ja, sehr oft in meinem langen Leben, trotzdem meine einzige richtige feste Lebensbindung ist die Bühne. Und auf der ist er bis zuletzt. Erst vergangenen Monat macht Karel Gott seine Leukämieerkrankung öffentlich. Noch im Mai tritt er mit einer seiner 4 Töchter auf. Das Video wird im Internet fast 30 Millionen Mal angeschaut. Sein letzter großer Auftritt.